Ja, hallo, mein Name ist Britta Remmel und ich möchte hier dir ein Video so ein bisschen außerhalb der Reihe zeigen. Und zwar geht es da um die Reise des Helden im Tarot. Das Video kann dir hilfreich sein, um zu verstehen, wo du dich gerade auf deinem Individuationsprozess oder besser gesagt auf deinem psychologischen Entwicklungsweg gerade befindest. Denn die Tarotkarten haben eine ganz tiefe psychologische Bedeutung und die möchte ich dir hier mit diesem Video einmal näher bringen, einfach weil das Tarot so eine Herzensangelegenheit von mir ist. Bleib also dran, wenn du wissen möchtest, wo du da gerade stehst und wenn du verstehen möchtest, wie du bestimmte Herausforderungen besser meistern kannst oder auch warum dir das ein oder andere im Leben bereits widerfahren ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das Tarot, das ist so eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe jetzt letztes Wochenende wieder ein Tarot-Seminar gegeben mit meinen Schülern und ja, da habe ich wieder so meine Liebe auch dazu entdeckt. Das ist einfach ein faszinierendes Werkzeug, das ich in meinen Coachings einsetze, allerdings nicht als Wahrsagetool, sondern wirklich als Coaching-Werkzeug. Und ich nutze es zur Selbstreflexion für mich, aber auch eben zur Reflexion von meinen Anrufern, von meinen Klienten, die zu mir kommen. Und ich möchte dir jetzt einfach einmal vorstellen, wie ich damit arbeite und auch, was es mit dem persönlichen Entwicklungsweg auf sich hat. Und da möchte ich dir die ersten 21 Karten einmal hier vorstellen, denn die zeigen so einen psychologischen Entwicklungsweg. Carl Gustav Jung nannte ihn auch den persönlichen Individuationsprozess, den quasi auf der einen oder anderen Seite jeder Mensch durchlaufen muss. Und wenn du das einmal verstehst, dann kannst du dir auch ungefähr vorstellen, wo du vielleicht gerade im Leben stehst. Und dann faszinieren dich vermutlich die Tarotkarten genauso wie mich und das hoffe ich. Wenn allerdings jemand zu mir kommt und der sagt, ich habe Angst vor den Tarotkarten, das kann ich verstehen. Und dann lege ich die Tarotkarten nicht. Dann greife ich zum Beispiel hier auf Sets wie jetzt hier solche Bildkarten, die so ein bisschen undogmatisch sind, zurück. Oder aber ich nehme sogar Bildkarten, wo weder männlich noch weiblich vorgegeben ist. Und dann lasse ich meine Klienten damit frei assoziieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei mir muss der Klient mitarbeiten. Der kommt auf seine Lösungen und der muss die Reflexionsfragen, die ich ihm stelle, im Innern für sich klar bekommen. Also bei mir müssen die Klienten mitarbeiten. Ich nutze die Tarotkarten nicht als Wahrsagemittel. So viel vorneweg. Aber hier in diesem Video möchte ich euch jetzt hier einmal den persönlichen Entwicklungsweg vorstellen. Und das mache ich mit der Reise des Helden. Die Reise des Helden, also das ist jetzt männlich gehalten, aber ich möchte dich bitten, das männlich wie weiblich zu sehen. Und diese Karte hier, die liegt so ein bisschen außerhalb. Und dann haben wir hier jeweils drei Reihen mit jeweils sieben Karten. Das heißt, das hier ist sozusagen der Entwicklungsweg auf verschiedenen Ebenen. Das hier ist unsere Grundausstattung, sozusagen unser Betriebssystem, unsere Grundprogramme. Und dann geht es hier so ein bisschen in die Bewusstseinsarbeit und in die spirituelle Arbeit hinein. Hier außen vor liegt aber der Narr. Und der Narr symbolisiert sozusagen das Quantenfeld oder das seelische Feld, das Universum, Moment, ich muss das mal hier so ein bisschen scharf stellen, aus dem wir quasi gekommen sind. Das ist sozusagen der Urgrund unserer Seele, sehr schön dargestellt. Und das finde ich bei den Tarotkarten einfach so faszinierend. Die Pamela Coleman Smith hat die gezeichnet und die hat einfach so wahnsinnig viele geniale Symbole damit reingesetzt, die natürlich etwas im Klienten anregen, wenn der auf diese Bilder schaut. Natürlich stutzt der und denkt sich, wieso ist die Sonne nicht gelb? Das ist ja komisch. Und gerade das regt etwas Neues in ihm an. Wenn eine Sonne keine Farbe hat, beziehungsweise wenn die Sonne nicht scheint, kann es die Welt nicht geben. Dann gibt es die tausend Objekte nicht, dann gibt es die Dinge nicht. Und deswegen symbolisiert diese Karte eine Zeit, bevor die Seele hier inkarniert, sozusagen bevor etwas in der Realität erfahrbar wird. Nämlich die Zeit des Quantenfelds, die Zeit des alles umfassenden Bewusstseins, wie auch immer du das nennen möchtest. Und da kommt der Mensch quasi her. Und deswegen ist er hier auch androgyn gezeichnet. Der ist weder männlich noch weiblich. Der hat allerdings hier seine Talente und Fähigkeiten, also sein Packel, das hat man ihm mitgegeben, seine Grundausstattung, sein Betriebssystem.
Wir wissen heute aus der Epigenetik zum Beispiel, dass wir zwar genetisch zu irgendwas veranlagt sind, aber ob sich so ein Gen hier in der Welt auch wirklich zeigt, ob das wirklich im Körper, in der Welt, der Realität erfahrbar wird, das wird von der Umgebung bestimmt. Und mit dieser Grundausstattung springt quasi die Seele aus der Einheit hinein in die Welt der Dualitäten. Man könnte sagen, ist doch närrisch, wieso macht die Seele das denn, wenn es ihr doch da oben gut geht? In der Welt der Einheit, nur um da wieder hin zurückzufließen, macht ja keinen Sinn. Aber närrisch nur in Anführungsstrichen, denn das ist ganz schlau. Anders kann die Seele sich nicht erfahren. Wir können nicht erfahren, was es heißt, unsterblich zu sein, wenn wir nicht ja auch mal den Tod kennengelernt haben. Wir können nicht erfahren, was wahre Liebe bedeutet, wenn wir nicht auch schon mal Angst und Enge erfahren haben. Wir können nicht erfahren, was wahre Größe bedeutet, wenn wir uns nicht schon mal klein gefühlt haben. Wir brauchen die Welt der dualen, polaren Dinge, um uns als solches zu erfahren, um zu erfahren, was wir sind und was wir nicht sind. Und deswegen ist dieser närrische Sprung auch ganz schlau. Und Narr ist ja auch derjenige, der dem König immer sagen durfte, was er eigentlich wirklich empfindet. Und damit geht die Reise des Helden quasi los. Jetzt hat er aber noch so ein paar Grundenergien mitgegeben bekommen. Auf der einen Seite hier die Grundenergie des Magiers, auch sehr schön dargestellt. Das ist die männliche Grundenergie und das ist die Energie des Geistes, die Kraft der Gedanken. Das heißt, der Magier ist sich bewusst, dass er mit Hilfe seines Geistes, seiner Gedanken, das, was er im Kopf hat, von der höheren Ebene in die tiefe Ebene zu transformieren. Hier dargestellt durch die Hand nach oben und die Hand nach unten. Er kann also das, was er sich oben vorstellt, in die Welt der Realität überführen, transformieren. Die Werkzeuge, die er dafür braucht, ist die Welt. Denn diese Werkzeuge hier stehen für die vier Elemente: für Wasser, für Erde, für Luft und für Feuer. Und oder man könnte auch sagen, für den Verstand, für die Emotion, für die Materie und für den Impuls und die Tatkraft. Dafür stehen diese vier Elemente. Und die hat er zur Verfügung und dann kann er mit der Kraft der Gedanken die Dinge überführen. Was wir aber auch mitgegeben haben, das ist jetzt hier die Kraft der Stille, des in sich Horchens, die Kraft der Intuition, das ist die urweibliche Kraft. Denn wir müssen ja erst einmal einen Impuls auffassen, um schöpferisch tätig zu werden. Und die Hohepriesterin hat so deinen Seelenplan in der Hand. Sie ist mit dieser Urquelle verbunden und bezieht daraus diese Intuition. Das ist so das, wenn dir plötzlich ein Einfall kommt, ich könnte ja mal ein Bild malen oder ich bin hier gerade an der Stelle, wo ich bin gerade völlig falsch, das ist nicht mein Platz. Oder aber eben, es zieht mich zu diesen Menschen unglaublich hin. Das ist alles so eine Kraft der Hohen Priesterin, die dir damit zeigen will, wo du dich da gerade befindest. Und wenn du diese Kraft auffasst, dann kannst du eben aktiv auch mit der Kraft der Gedanken dir dann deine Realität erschaffen. Also diese beiden Kräfte sind dem Helden mitgegeben worden. Das weiblich-intuitive, die Kraft der Gedankenstille und die Kraft der Gedanken, das männlich-aktive. Dann inkarniert der Mensch die Seele und als erstes begegnet er seiner Mutter. Und die Mutter ist hier als die Herrscherin dargestellt. Die gibt jetzt dem Kind so die beherrschenden weiblichen Glaubenssätze mit. Sie lässt aber auch das Kind wachsen. Sie gibt Raum zum Wachsen. Sie nährt das Kind. Sie säugt das Kind. Und sie lässt es auf Bäume klettern und dergleichen und gibt ihm Raum zum Wachsen. Damit ist sie die erste Person, dem der Mensch begegnet und damit auch der ersten Programmierung, die des Wachsenlassens. Die zweite Person ist dann die des Vaters und der Vater gibt jetzt archetypisch den Rahmen vor. Die Rahmenbedingungen, der trägt die Verantwortung für die Familie, der stellt Regeln auf, der sorgt dafür, dass die Regeln in der Familie eingehalten werden. Also er steht für die etwas festeren Dinge, deswegen hier auch aus viel Stein und viel Berg. Also er gibt den festen Rahmen vor, in dem sich der Mensch entwickeln soll. Das ist die männliche Kraft oder auch mit dem Vater symbolisiert. Und wenn jetzt das Kind in die Schule kommt, dann begegnet es jetzt hier den äußeren Programmierungen, den jeweiligen schulischen Programmierungen, den sozialen Programmierungen, hier natürlich als Priester vorgestellt, denn damals gab es ja als Lehre quasi nur die Kirchen und die Kirchenoberhäupter waren ja auch gleichzeitig die Gelehrten.
Aber heute könnte man das auch als Schule auffassen oder ganz allgemein als das soziale Umfeld, das uns prägt. Hier in der ersten Reihe bekommen wir unsere Prägungen, unsere Urprogramme. Das Kind wird jetzt bis zum Alter des jungen Erwachsenenlebens geformt und geprägt und bekommt seine Urprogramme quasi mit. Und hier auch sehr schön dargestellt, da hast du so diese Hand, wo so zwei Finger so ein bisschen versteckt gehalten werden, weil die Kirchen haben damals ja auch nicht alles Wissen nach außen gebracht. Die haben immer auch ein bisschen was geheim gehalten. Hier unten siehst du die Novizen, quasi die Schüler, und hier der Gelehrte, der nochmal die sozialen Grundlagen der jeweiligen Gesellschaft lehrt. Und es ist ja ein Unterschied, ob wir nun irgendwo in Afrika groß werden oder halt eben hier. Da werden auch andere Dinge gelehrt. Wenn dann der Held so ja, 15, 16 ist, dann lernt er die Liebe kennen und er lernt seinen Gegenpol kennen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass der Held auch die Einheit wieder fühlt, aber auf einer anderen Ebene noch. In dem Moment im Geschlechtsakt, also in der Vereinigung mit einem anderen Menschen, spürt er die Einheit wieder. Man hat das Gefühl, boah, wenn ich diesen Menschen für den Rest meines Lebens halten kann, dann ist alles gut. Er erkennt aber auch, dass das halt eben nicht geht, dass jede Beziehung sich entweder wandelt, indem sie zu Bruch geht, oder sie wird wieder fad. Also dieses hohe Gefühl der Verliebtheit kann man auf der Ebene dauerhaft nicht aufrechterhalten. Aber diese Phase reicht, um so eine Suche einzuleiten der Seele nach eben dieser bedingungslosen Einheit, nach dieser bedingungslosen Liebe. Und dann zieht der junge Mensch, vielleicht zum Alter von 20, 21, zieht er dann aus der Stadt, aus dem Haus der Eltern und beginnt sein eigenes Leben. Er nimmt also die Zügel seines Lebens wieder selbst in die Hand. Das macht er allerdings mit den positiven und den negativen Kräften, die er hier so mitgegeben bekommen hat, mit dem männlichen und dem weiblichen, hier als diese Scheibe und den Stab symbolisiert. Er hat hier auch wieder den abnehmenden Mond, den zunehmenden Mond, also er hat die ganzen Kräfte in sich vereint und mit den Kräften lenkt er jetzt seinen Lebenswagen in seine entsprechende Richtung und baut sich vielleicht Familie auf und baut sich selbst ein eigenes Haus. So, jetzt gehen wir in die nächste Ebene rüber. Das ist jetzt eher so die Bewusstseinsebene und eine andere Art der Entwicklung. Denn jetzt kommt der junge Mann oder die junge Frau mit den Urkräften in Verbindung. Das heißt, jetzt geht es darum, unsere animalischen Kräfte, die in uns auftauchen, unter Kontrolle zu bekommen. Das ist zum Beispiel, dass jetzt der Mann sich für eine Frau entschieden hat und dann kann er jetzt nicht mehr jedem anderen Weiberock hinterher gucken. Der hat sich für die Familie entschieden und muss jetzt seine Instinkte so ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Für die Frau ist das vielleicht die Kraft aufzubringen, sich für ein Kind bereit zu machen und natürlich die Angst unter Kontrolle zu bekommen. Wo endet das Ganze? Was passiert unter der Geburt mit mir, mich also hinzugeben. Jetzt müssen wir halt uns mit unseren animalischen Kräften und Instinkten auseinandersetzen und diese quasi einem höheren Prinzip unterordnen lernen. Und das gelingt uns auch am besten mit der Kraft des Geistes. Mit reiner Willenskraft würde die Frau in weiß gekleidet unschuldig den Löwen nicht bezwingen können. Aber mit der Kraft des Geistes kann ja das gelingen. Wenn wir dann jetzt hier unsere Kräfte gut eingesetzt haben und erkannt haben, dann taucht jetzt hier der Eremit auf. Und ein Eremit ist ja immer jemand, der sich zurückzieht und in die Berge geht und über sich nachdenkt und sich so ein bisschen absondert. Und da kann es eben jetzt sein, dass eine Zeit im Leben auftaucht, wo wir uns fragen müssen, bin ich denn jetzt noch mit mir und meinem Seelenplan integer? Da kommt sozusagen aus dem Innen heraus so ein Impuls, der uns diese Frage förmlich aufdrängt, förmlich aufdrückt. Bin ich noch mit meinem Seelenplan konform? Folge ich noch meinem ureigenen Leitstern? Und dazu muss man sich so ein bisschen zurückziehen, man muss nach innen lauschen. Die Antwort findet man nicht im Außen. Und entweder das gelingt oder das gelingt nicht. Wenn das nicht gelingt, dann greift häufig das Leben nochmal ein mit dem Rad des Schicksals. Das heißt, jetzt tauchen vielleicht im Leben Dinge auf, wie zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen oder die erste Trennung kommt oder der Verlust des Jobs oder was auch immer. Also jetzt greift das Rad des Schicksals auf, hier auch der Schakal, der dreht jetzt so ein bisschen dahin und bringt dir etwas, um dir zu zeigen, hier, das gehört zu deinem Seelenplan. Deswegen bist du hier. Das möchtest du als Herausforderung für dich meistern und bringt dir quasi etwas,
schickt dir etwas, mit dem du dich dann auseinandersetzen musst. Und entweder du gehst jetzt so vor und sagst, boah, das ist total ungerecht und wieso passiert mir sowas? Oder es gelingt dir zu erkennen, halt, stopp, was habe ich denn vielleicht damit zu tun? Habe ich mir das vielleicht selbst erschaffen? Mit Hilfe meiner Gedanken, mit Hilfe meiner Gefühle? Bin ich vielleicht selbst mitverantwortlich an diesem Ding? Wofür bin ich überhaupt hier? Wenn dir das gelingt, dann erkennst du die Gerechtigkeit da drin und das Prinzip von Ursache und Wirkung und dass du die Ursache dessen im Innern selbst setzt. Das ist dann vorzugsweise der Idealfall. Wenn du die Gerechtigkeit da drin erkannt hast, dann kommt häufig manchmal so eine Zeit im Leben, da geht es um außen nicht vor und nicht zurück. Wir hängen quasi fest. Wir haben so das Gefühl, ah, unser Leben ist jetzt irgendwie fad und die Ehe ist nicht mehr so prickelnd oder der Job ist nicht mehr so prickelnd. Wir hängen hier irgendwie in unserem Leben fest. Aber das ist eine Zeit, wo du gerade da die Innenschau halten kannst und gucken kannst, wo komme ich denn jetzt eigentlich her? Wie soll es weitergehen in meinem Leben? Also diese, wenn im Außen nichts passiert, passiert meistens im Innern ganz viel. Und dann gilt es so, diese Zeit auch wirklich konstruktiv zu nutzen. Wenn man das alles gemacht hat, dann ist man nämlich in der Lage zu erkennen, was auf natürlichem Wege begraben werden soll oder zu Ende geht. Und dafür steht der Tod. Der stand nie im Tarot für etwas, für den körperlichen Verlust, weil ja das ganze Tarot nur seelische Entwicklungswege zeigt. Und deswegen wird auch hier ein seelischer Entwicklungsweg gezeigt, der auf natürlicher Weise zu Ende geht. Zum Beispiel, indem die Kinder das Haus verlassen und dann erkennt die Mutter, ich bin nicht mehr nur Mutter. Ich muss jetzt einen Teil des Mutterseins, des Umsorgens zu Grabe tragen. Oder wenn der Job verlustig geht, ich bin nicht der Industriekaufmann oder was auch immer. Und ich muss jetzt diesen Job zu Grabe tragen. Das ist vorbei, das gehört nicht mehr zu mir. Und je nachdem, wie wir das machen, das entscheidet, ob wir leiden oder nicht leiden. Machen wir das wie der König, der sich dagegen wehrt und mit seinem Ego dagegen geht und sagt, das darf jetzt nicht zu Ende sein, ich muss jetzt hier diesen Job weitermachen oder so etwas, dann werden wir niedergestreckt, dann wird es wehtun. Gehen wir aber so vor, wie jetzt hier der Weise und begrüßen wir das und sagen wir, nee, das Thema ist jetzt erledigt, der Partner ist weg, ich begrabe dieses Thema oder der Job ist weg, ich begrabe dieses Thema, dieser Teil meines Egos, den kann ich loslösen, den brauche ich nicht mehr oder auch Glaubenssätze. Dann gehen wir da weise mit um. Oder wir können so neugierig wie das Kind. Ja, das Kind heute ist es so und morgen ist es so. Das denkt nicht drüber nach. Das nimmt es hier und jetzt. Die Jungfrau wendet sich so ein bisschen beschämt ab. Also wie wir diesen Dingen begegnen, das entscheidet darüber, ob wir leiden oder nicht leiden. Das Pferd steht immer so für das Ego, für das Ich. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es hier in die Mäßigkeit rein und dann erkennen wir, dass wir ein neues Maß der Dinge, dass wir mit neuen Mitteln unser Leben messen müssen, ein neues Maß finden müssen. Da siehst du sehr schön, die Mäßigkeit hat einen Fuß im Wasser. Das Wasser steht immer für das Unbewusste, für das Gefühl, für alles, was fließt. Und einen Fuß auf dem Boden. Es erkennt also, dass alles das, was ich im Geist habe, im emotionalen Bereich habe, dass das etwas mit meiner Realität zu tun hat. Und hier sieht man gar nicht mehr, fließt es von oben nach unten oder von unten nach oben. Also hier wird nochmal ein rechtes Maß gefunden. Auch sehr schön, du siehst hier zum Beispiel die Sonne, die siehst du hier wieder. Die fängt jetzt hier, wenn wir den Tod richtig annehmen. Dann geht es hier, da ist hier ein kleines Boot, das geht weiter, da ist das Wasser, das fließt hier wieder dadurch und das kommt quasi hier am anderen Ende, kommt es hier wieder raus. Hier geht es dann quasi weiter und wir finden ein neues Maß in unserem Leben. Und dann geht es hier auf die ganz hohe spirituelle Ebene mit unserem Entwicklungsweg weiter. Und da werden wir jetzt mit unseren Schattenanteilen konfrontiert. Der Teufel war nie im Tarot etwas sehr Religiöses oder so, sondern es geht einfach nur erstmal darum, die Dinge zu erkennen, die nicht real sind. Denn ich sag mal, einen gehörnten Ziegenkopf mit Fledermausflügeln, das gibt es nicht. Und die Karte ruft uns viel mehr dazu auf, zu gucken, was in meinem Leben ist denn wirklich für mich persönlich real und wo habe ich mir eine Realität konstruiert, die so gar nicht hält. Du siehst hier vorne so quasi die Liebenden, die haben wir ja hier jetzt noch mal einmal, aber in einer anderen Form. Da haben sie quasi
beide Ketten um. Die Ketten sind so locker, die könnten sie sich abtun. Die haben so einen leeren Blick, die starren so ein bisschen leer. Deswegen finde ich die Symbolik immer so geil. Und das ist natürlich, wenn wir uns zum Beispiel in einer Beziehung festgefahren haben, die uns aber überhaupt nicht mehr zur Entwicklung verhilft, sondern einfach nur, weil wir glauben, ja, da sind wir sicher. Dann ketten wir uns an etwas, was Entwicklung nicht mehr zulässt. Und dann erst sind wir quasi dem Teufel aufgesetzt. Denn dann geht es in unserem Leben nicht voran und wir leben nicht mehr unserem Lebensplan. Und deswegen sterben wir quasi innerlich so ein bisschen ab. Und die Karte ruft uns dazu auf, hier in unsere Schattenbox zu gucken. Was haben wir denn da rein verpackt? Was wollen wir von uns denn nicht wahrhaben? Was wollen wir nicht sehen? Und deswegen ist jetzt hier, wir ketten uns quasi an unseren Schatten aus der Vergangenheit und schauen uns das nicht an. Wir reflektieren nicht. Wir gucken nicht hinter uns, nicht vor uns. Wir haben Angst davor, uns anzugucken, wie wir hier programmiert worden sind. Und dann geht es nicht weiter. Das ist quasi das Teuflische. Denn wenn wir das nicht tun, baut sich unbemerkt eine Energie auf. Du siehst hier einen Turm. Vermeintlich fühlen wir uns da sicher. In der Ehe, in dem Job, den wir schon seit 20 Jahren machen, in dem Umfeld, in dem wir uns seit 20 Jahren befinden. Wir fühlen uns da ja sicher, aber wir erkennen gar nicht, dass wir gar keine Tür mehr haben. Dass da Entwicklung, und das ist das, was die Seele möchte, sie möchte sich entfalten, entwickeln, dass das da nicht mehr möglich ist. Und dann greift manchmal von außen etwas ein, was uns quasi dahingehend entmachtet. Und deswegen fällt hier die Krone und dann müssen wir springen, dann müssen wir uns bewegen, dann geht es nicht mehr anders. Also auch nochmal von außen kommt etwas, was wir im Inneren freiwillig nicht in der Lage sind zu tun, eben zu reflektieren, zu gucken, wo stehe ich. Das können Burnout sein, Depressionen. Dann taucht sowas von außen auf, was sagt, so, jetzt geht gar nichts mehr weiter. Jetzt guckst du dir an, wo du herkommst und wo du hingehst. Und dann müssen wir quasi ins Ungewisse springen. Na, das ist so der Turm. Wenn uns das gelingt und wir fangen an zu reflektieren, dann siehst du hier schön auch als Symbol der Reflexion, der gelungenen Reflexion, dass wir uns dann erkennen, wie wir eigentlich wirklich sind. Hier als die nackte Frau dargestellt. Wir erkennen uns im So-Sein. Und hier siehst du den Stern und auch nochmal, das sind jetzt 7 insgesamt, die 7 Energiezentren. Wir erkennen uns als energetisches, offenes Wesen, was mit allem ursprünglich verbunden ist und auf alles wirkt und mit allem in Kontakt steht. Hier symbolisiert mit diesem fließenden Wasser, was die Erde mit den Emotionen verbindet und hier auch wieder symbolisiert ein Fuß im Wasser, ein auf der Realität, aber als nackte Person. Diese Frau traut sich, sich so zu zeigen, wie sie ist. Und wenn wir das erkannt haben und das von uns nach außen darstellen, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter. In so einem Fall tauchen dann nochmal vielleicht ein paar Träume auf oder ein paar Dinge aus der Vergangenheit auf, hier symbolisiert durch dieses Urtier. Wir werden nochmal konfrontiert mit solchen Dingen. Das ist jetzt der gezähmte Hund und der wilde Wolf in uns. Wo befinden wir uns denn hier? Das ist nochmal so ein bisschen zwielichtig, ein bisschen Sonne und ein bisschen Mond. Also da werden nochmal alle Dinge quasi ans Licht gezerrt, die noch so ein bisschen im Diffusen schlummern, die es sich noch gilt anzugucken. Der Mond wird da häufig symbolisiert mit Träumen, die dann einfach nochmal hochkommen. Der ruft uns also nochmal auf, jetzt wirklich aufzuräumen und da nochmal zu gucken, was ist denn da noch an Anteilen in mir drin. Wenn uns das gelingt, dann fangen wir an, uns ein neues Ich zu erschaffen. Dieses neue Ich wird jetzt hier sehr schön symbolisiert. Hier nochmal zum Vergleich, wir haben hier den Narren, der hat jetzt hier diese Fahne hier oben am Kopf aufrecht und gerade und wir hatten hier den Tod und der Tod hat jetzt hier diese Fahne geknickt. Jetzt wird also alles abgelöst, was nicht zu unserer Seele dazugehört und jetzt fangen wir an, auf der bewussten Ebene uns weiterzuentwickeln. Hier ist ein Kind und hier wieder dieses Ich oder das Ego, symbolisiert durch das weiße Pferd. Und jetzt beginnt das Ganze hier. Wir haben eine Bewusstseinsstufe übersprungen und wir haben die Sonne im Rücken und wir haben die Kraft im Rücken und jetzt können wir bewusst unser Leben weiter erschaffen. Jetzt erkennen wir den Schöpfergeist in uns und können nochmal quasi auf einer anderen Ebene beginnen. Kurz bevor wir am Ziel sind, ruft uns nochmal das Gericht auf. Das ist so die Stimme. Jetzt fangen wir an und sind in Kontakt mit unserer inneren Stimme. Jetzt hören wir auf die innere Stimme. Jetzt erkennen wir, dass wir mit der Quelle, dass wir von der Quelle nie getrennt waren, dass wir da immer mit verbunden sind. Und jetzt wachen wir quasi auf. Das ist so dieses Erwachen. Und jetzt können wir damit anfangen,
mit der Quelle zusammen zu erschaffen, auf unsere innere Stimme zu hören und uns als Individuum zu erfahren und unseren Seelenplan einzunehmen. Und dann haben wir den Platz in der Welt gefunden. Und der Platz in der Welt ist so, dass wir uns auf der einen Seite zeigen, so wie wir sind, dass wir weibliche und männliche Anteile integriert haben. Die männlichen Anteile hier symbolisiert mit dem Stab, die weiblichen Anteile über die Nacktheit, über die Brust. Und wir haben uns einen Rahmen geschaffen, der so groß ist, dass wir uns darin frei bewegen können, dass wir unser Leben tanzen können, dass wir den Tanz des Lebens, den Rhythmus des Lebens mitnehmen. Und das ist die einzige Karte im Tarot, die Bewegung zeigt. Alle anderen sind in Starre. Jetzt kommen wir in unsere ureigene Bewegung. Wir haben quasi das Ziel erreicht. Aber hier ist auch schon wieder das Unendlichkeitszeichen. Und das zeigt uns, dass es jetzt im Prinzip mit dem Narren wieder auf nächsthöherer Bewusstseinsstufe weitergeht. Also wenn man jetzt immer so auch diese 2x7er-Zeichen nimmt, dann ist der Held hier ungefähr 14 und dann ist er hier 28 und dann geht das Ganze weiter. Aber jetzt wird man weiser und kann das Ganze nochmal auf der nächsthöheren Ebene weiter fortführen. Und dann beginnt man hier mit der 0, die fängt ja jetzt hier im Narren, findest du die ja wieder, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, das ist die Reise des Helden. Das ist jetzt ein etwas längeres Video, aber es liegt mir am Herzen, weil ich einfach finde, dass die Tarotkarten eine unfassbare Symbolik in sich tragen und uns natürlich helfen können. Wenn jetzt irgendwo ein Klient zu mir kommt und da wird eine Karte gefallen, dann stelle ich Fragen dazu. Zum Beispiel, gibt es gerade etwas, wo du drüber nachdenken solltest, wo es gerade nicht vor und zurück geht in deinem Leben? Das heißt, ich lasse mich durch die Bildkarten inspirieren und stelle im Coaching kluge Fragen und stelle meinem Klienten dann vielleicht auch noch mal ein paar Aufgaben und versuche mit Hilfe der Karten auch zu gucken, wo könnte der Klient stehen. Das möchte ich dich auch bitten. Überlege dir gerade mal, wo du dich da gerade befindest und was gerade deine persönliche Lern- und Seelenaufgabe ist, wie du sie dir erschaffen hast und ja, wie du weiter vorgehen möchtest. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann abonniere meinen Kanal und dann werde ich dir hier nach und nach die einzelnen Karten des Tarots näher bringen, indem ich jede Woche eine Karte ziehe und du so nach und nach die Karten kennenlernen kannst. Viel Spaß also beim Anschauen und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, ciao, eure Britta.